Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ein kurzes Video. Es gibt ein ganz kleines Kanal-Update. Ich versuche mich wirklich kurz zu fassen. Danach gibt es ein Giveaway. Im Hintergrund seht ihr schon mal Bilder von einem Messer, das mir ein Zuschauer für dieses Giveaway zur Verfügung gestellt hat. Das Kanal-Update ist schnell erzählt. Bei mir gab es berufliche Veränderungen. Leider nicht wie gewünscht mal im Bereich der Messerbranche. Das wäre vielleicht auch einfach zu schön gewesen. Aber ja, dieser Job ist auch gut. Er fordert mich jetzt zu Beginn vielleicht etwas mehr, als ich mir das selbst gedacht hätte. Ich muss einfach sehr viel lernen. Vieles ist vollkommen neu für mich. Ich muss immer voll bei der Sache sein. Und wenn ich dann zu Hause bin, bin ich erstmal ziemlich ausgelaugt. Ja, das ist momentan ein bisschen viel für mich. Das heißt, ich werde meine Videos in nächster Zeit hauptsächlich an den Wochenenden drehen können. Und da dann auch nicht immer. Das kann ich meiner Freundin nicht antun. Kurzum, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen orientieren. Und ich denke, mit der Zeit wird sich das dann einspielen. Das als Info am Rande. Jetzt zum Giveaway. Stefan123321 hatte neulich ein Giveaway mit dem Titel Aus der Szene für die Szene. Hat mir sehr gut gefallen. Da muss ich mal mit Stefan reden, ob ich den Titel so oder so ähnlich auch ab und an verwenden darf. Ich habe von zwei Zuschauern Messer zugesendet bekommen. Die darf ich an die Szene weitergeben. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Den Anfang macht hier das Kershaw Atmos 4037. Das ist ein Sinkevich-Design. Eine wirklich sehr gelungene Linie. Gefällt mir sehr gut. Wir haben eine 77 mm lange Klinge und einen extrem fein ausgeführten Hohlschliff. Also auch wirklich sehr, sehr sauber angeschliffen. Und ich denke mal, das sind allerhöchstens 0,4 mm hinter der Schneidphase. Definitiv ein Slicer. Klingenstahl ist der 8CR13 MOV. Wir haben einen Flipper-Tap, der ist ziemlich kurz, das heißt, man muss ihn gut erwischen, aber wirklich macht auch wirklich Spaß. Also ist ein richtig schönes Fidget-Knife. Ansonsten haben wir einen Liner-Lock, der steht hier relativ mittig. Ja, wir haben einen G10-Griff mit Carbon-Fiber, G10-Einlagen, also wirklich alles schön gemacht, gut verarbeitet. Das Messer ist, wie erwähnt, aus der Szene für die Szene, also gebraucht, aber insgesamt ist der Zustand gut. Ja, der Clip ist hier ein bisschen abgenutzt, das sieht man, da ist der Lack ein bisschen ab. Und beim Carbon Fiber G10 gibt es kleine Kratzerchen, aber ansonsten ist das wirklich ein richtig guter Zustand. Das Messer wurde mir von Stefan zur Verfügung gestellt, also bitte nicht verwechseln mit Stefan. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bei Stefan bedanken. Stefan hat mir übrigens schon mehrere Messer für diese Giveaways zur Verfügung gestellt und es kommt noch ein weiteres, also da muss ich mal schauen, wann ich Zeit dafür habe für dieses Video. Das werde ich dann auch unter den Zuschauern verlosen. Ja, was müsst ihr letztendlich für das Kershaw Atmos tun? Ein Kommentar, aus dem ganz klar hervorgeht, dass ihr Interesse an diesem Messer habt, reicht mir vollkommen aus. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr in der Videobeschreibung. Dort steht dann auch, wie lange dieses Giveaway laufen wird. Und ja, ich denke, so im Großen und Ganzen war es das. Nochmal vielen Dank an Stefan. Und ja, wer jetzt noch mehr Informationen zum Kershaw 4037 Atmos haben möchte, dem lege ich ein Video von Stefan ans Herz. Also in dem Fall Stefan 123321. Das habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Das war es dann eigentlich auch schon wieder. Kurz und knapp. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.